Moin Leute, ich bin aber überlegen, wie ich bauen soll. Ich weiß es noch nicht. Also, ich weiß es. Ich hole erstmal das, ja, Stoff hier. Meine übliche Raid-Base. Ich wollte ja eigentlich die Base bauen beim letzten Mal, aber wenn das hier, ja, sowieso ein bisschen anders ist wegen PvE-RP-Server, dann brauche ich nicht so, ja, also, ich weiß noch nicht, wie ich baue, ganz ehrlich. Ich muss mal gucken. Hallo Schweinchen. So, kein Knochenmesser jetzt, ne? Ja, das wäre natürlich der erste Ofen. Glaube ich. Haben wir schon? Ich glaube, wir hatten schon ein bisschen Brennstoff. Beziehungsweise Kraftstoff. Okay, ja. Da hinten ist auch ein bisschen Loot. Loot ist natürlich überall. Ist ja klar. Gehen wir ein bisschen Schrott mit. Das schadet ja nie. Ein bisschen Schrott und ein bisschen Essen. Bin ja mal gespannt, wie das hier weitergehen müssen. Mit RP, das ist ja, habe ich noch nie so gemacht, ne? So im RP. Oh, da ist noch Schwefel und da hinten habe ich Stein gesehen. So, hier komme ich nicht hoch. Was mich ja wundert, der andere hatte schon eine Waffe, ne? Wie schnell haben die denn eine Waffe? Naja, aber im Airdrop, der eine war ja vielleicht beim Airdrop eventuell. Was haben wir hier? Kartoffeln? Nehmen wir mal mit. So, und hier war doch irgendwo Stein, da ganz oben. Hanf müssen wir haben. Schwefel müssen wir haben. Stein. Ich weiß nicht, wie ich bauen soll. Bestimmt überlege ich, baue ein normales Haus dahin, Leute. Na, ist hier oben PvP-Bereich, wenn ich weiterlaufe? Bestimmt. So. Wo ist denn das Blinkgedönskram? Da. Ich glaube, ich würde das auch groß. Ich weiß gar nicht, wie ich das betiteln soll. Rast, Erlebnis, RP, erlebt, obwohl. Na ja, ich muss mal gucken. Mal schauen. Auf jeden Fall brauche ich noch jede Menge Stein, dass ich wieder auch die Base upgraden kann. Da geht es, glaube ich, in eine Höhle. Aber wir wollten ja mal bei der Straße bleiben, so ein bisschen in der Nähe. Falls wir noch jemanden wieder treffen sollten. Pilze, warte mal, Pilze, leckere Pilze, lecker, lecker, lecker. Ich weiß noch nicht, wie ich bauen soll. Ich weiß es noch nicht, ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht. So, hier lief vorhin auch einer rum. Was ist das denn da überhaupt für ein Gebäude? Ach, das ist doch hier. Ja, die. Warte mal, warte mal. Ja, Bahn-Gedönskram da. Warum steht hier eigentlich eine Tonne mitten auf dem Feld? Auf der Straße. Oh, bin schon wieder voll, Leute. Guck mal, mein Rucksack hier. So nice mit dem Rucksack. Ja, da geht's runter in die Bahnstation. Da könnten wir runter gehen in die Bahnstation. Aber sollen wir das machen? Müsste denn mit dem Lift, glaube ich, runter, ne? Ist ja bestimmt dunkel. Bräuchte ich aber Kraftstoff und ich möchte aber hier gar nicht woanders hin. Möchte ich jetzt gar nicht. Brauche ich bestimmt Kraftstoff, dass ich mit der Bahn fahren kann. So, dann nehme ich noch ein bisschen Schwefel mit. Jo, Schwein ist gelegt. Falls ich jemanden treffen sollte, melde ich mich dann wieder zurück. Oh, seid gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin, tschüss und vor allem bleibt gesund. Ich loot noch ein bisschen die Fässer hier. Den ganzen Loot da hinten, ne? Den brauche ich wegen Schrott und sowas. Also, bis dann. Na, das.
Oh, da wird scharf geschossen. So, Leute, da bin ich noch mal. Hat sich was getan. Hier hat sich ein Schwein versteckt. Also, das ist definitiv der erste Ofen. Auf jeden Fall. Das ist wichtig. Das muss ich natürlich euch nicht vorenthalten. Das ist der zweite Ofen. Der erste Ofen. Eventuell auch der zweite Ofen. Auf jeden Fall ein Ofen. Und, ja. Hier ist Schwefel. Da hinten ist Stein. Da ist Stein. Da hinten ist auch Stein. Den werde ich jetzt auch noch abfarmen. Den Stein. Habe ich genug? Ich kann Knochenmesser herstellen. Alles klar. Ja. Ich brauche auf jeden Fall noch eine neue Spitzhacke. Die sind mir gleich kaputt. So, nehmen wir nämlich alles mit hier. Hier war doch gerade noch Stein. Da ist Stein. Okay, ja. Stein werde ich jetzt holen, weiter abfahren. Ja, das Schwein war wichtig. Das musste mit rein hier. Also, Spannung bleibt vorhanden, denke ich mal, wie es weitergeht. Ich denke mal mit zwei Öfen, dass die Öfen stehen und so und ja. Ach, guck, da oben ist das Stein. Okay, ich werde den Stein abfarmen. Wird jetzt nicht so interessant sein, ne? Aber das Schwein, das muss ich nicht noch mit reinziehen hier. Leute, das war's schon wieder. Ich schneide wieder, gib's wieder einen Cut. Bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Teil. Oder Clip, wie auch immer. Habe ich noch nie so gemacht mit Zusammenschneiden. Ich hoffe, das ist ein bisschen besser, als wenn ich nur 20 Minuten hier eine Farmfolge zeige. Und deswegen, ja, es war so genug geschwaffelt. Bis dahin, tschüss. Nö, hier ist keiner. Wegen dir finden wir hier keine Steine mehr. Auf Steine? Nee, ich war ganz da hinten, da oben, da sind auch ganz viele Steine da oben, hinter wo das Haus ist, da oben müssen wir mal gucken, alles voll Steine. Jo, da gehen wir jetzt auch hin, schönes PvP-Gebiet. Ja, deswegen müsst ihr da hingehen, deswegen sage ich ja, komm ich gleich hinterher und dann so, ne, wisst ja. Nee, alles gut. Oh, ich bin weg, tschö. Leute, war das gut? Oh, ich habe den Schwefel vergessen. Wo haben die alle die dicken Waffen her? Ich will auch so eine Waffe haben. Ich gehe jetzt nach Hause. Mann. Ich gehe nach Hause und trinke erstmal eine Brause. Was ist denn da los? Oh. Oh, das war gerade. Ich habe gerade gewippt hier. Ah, den kenne ich doch. So. Guten Tag. Wird das ein neuer Flugplatz hier? Nein, das wird die Polizeistation. Ach, die Polizeistation, okay. Also das Polizeipräsidium, ja. Oh. Polizeipräsidium mit kleinem Gefängnis drin, Besprechungsräumen, Garage. Oh, Gefängnis. Oh, da komme ich gleich wieder auf eine Idee. Ja. Ja, also hier ist geplant, nur ein kurzzeitiges Gefängnis zu machen für Überführung ins Gericht doch dann und dann kommt ein Hochsicherheitsgefängnis auf, warte. Oh, Hochsicherheitsgefängnis, Leute. Oh Gott. 3E3 dort oben hin auf die Insel. Dass RP-mäßig die Überfälle auch geplant werden können, doch und dann auf die Polizei, wenn sie so überfahren tun. Wenn die Leute schlau genug sind. Okay, oh, das hört sich alles interessant an. Also für mich sowieso als so RP-Neuling und so ja, mal reinzuschnuppern, reinzukommen, das ist, oh, interessant auf jeden Fall. Keine Sorge, ich bin auch komplett RP-Neuling, also. Okay. Aber wenn du einen Job suchst, wir suchen noch fürs Hochsicherheitsgefängnis Wärter. Wärter, okay. Ja, das muss ich mir mal. Ich wohne ja in der Nähe Wärter. Hier. Ja, okay. Oder Scharfsrichter, eins von beidem halt, der doch dann die Hinrichtung durchführt, sozusagen, der doch dann das Arschloch ist von allen. Nee, denn doch lieber so ein Wachmann oder irgendwie sowas, so eine kleine Rolle. Lieber klein anfangen, ja. Eventuell. Mal gucken. Ja. Also als Wachmann, dann so ein paar Geschichten den Häftlingen so erzähle, wäre schon nice, ja? Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Schon klar. Ja. Bist dann auch mal hier im Einsatz mit dabei und allem drum und dran, das passt dann alles. Wir kriegen dich schon unter komplett. Ja, ist interessant. Das ist echt interessant. Ja, ja. Das
Solange man noch nicht weiß, was man machen will, kann man sich gerne hier bewerben, doch dann. Oder halt sagen, er möchte mitmachen. So, Wärter sucht man immer. Schön Wärter, Leute, wir machen Wärter. Jo, da komme ich auf jeden Fall nochmal drauf zurück, ja, ne? Also, da. Ja, gucken wir mal. Oder Pflichtverteidiger suchen wir auch noch ein. Okay. Wir haben noch ein paar Rollen zur Verfügung. Kannst dir dann was aussuchen, wenn du magst. Und dann kannst du uns einfach Bescheid sagen. Jo. Alles klar. Da will ich auch nicht weiter aufhalten. Wird auch gleich wieder dunkel, ne? Ja, das stimmt. Okay, jo, bis dann. Ich muss ja auch noch weiter bauen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich fertig baue. Ja, immer spontan drauf losbauen. Mal gucken, was draus wird. Jo, tschö. Genau. Ja? Maximal Bauhöhe ist 4, dann ist die Stabilität nicht mehr gewährleistet. Okay, ja, also ich baue mit Stabilität. Ja. Alles klar. Ja, ich baue sowieso nicht so groß, also, von daher, nicht, ja. Ja, nee, das nicht, dass du nachher hochziehst, baust und das kracht dauerhaft ein und du fragst dich, wieso, weshalb, warum. Mit dem Holzhammer dann in der Hand, wenn du es aufwerten tust, dann siehst du auch immer die Stabilität, dass sie dann niedriger wird, umso höher du kommst. Alles klar, okay. Jo, weiß ich Bescheid, danke, ne? Jo, tschö. So, Leute, ich muss ne... Ach, hier ist doch schon mein Haus. Ah, er baut direkt hier das Gefängnis, die Polizeistation neben meinem Gebäude. Und da hinten, was ist das für... Oh, Leute, Leute, Leute. Ja, okay, ich gehe erstmal rein. So. Ich werde Wachmann bei der Polizei. Okay, schauen wir mal. Das wird ja... Ja, das wird interessant. Das soll es ja erstmal wieder gewesen sein, Leute. Bleibt gesund. Bis dahin. Seid gespannt, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss.